Oh, cool. Noch ein Agent. Hallo, geile Sau. Ich bin auch Agent. Wollen wir heiraten? Endlich mal jemand, der zu mir gehört hier. Die ganzen Siths hier. Syphilis. Ja, ich... Da vorne haben wir auch noch einen. Nee. Da vorne sind noch dicke und große. Ey, die ist einfach weitergelaufen. Wir haben den Weg frei gemacht. Das ist voll doof. Blöde Zicke. Macht sie jetzt uns den Weg frei. Ja, genau. So, Arschlecken. Ach, ich bin netter. So, Quest. Hin fort. So, Moment mal, müssen wir, ja, das müssen wir da alle drauf fliegen oder ist das einzeln oder? Nee, warte, ich komme. Lasst uns dann verschwinden. Alles klar. Lass uns sterben. Gruppen sterben. Genau, Markus, geh mal vor, fang du an. Das ist schon okay, ne? Bin ich in der Moschee oder was? Nichts gegen Moschees, aber ich bin kein Moslem, sorry. Knien ist nichts für mich. Oh. Ich glaube, es brennt. Oh, Revan, hallo. Was geht ab? Hallo? Oh, der arme Markus. Sagst du, er hat es wieder übernommen. Aua. Ich wollte sagen, ihr wurdet nicht mal geblitzt und seid umgefallen. Das war das Erdbeben. Ich bin gestolpert. Hilfe, es piept. Piep, piep. Das ist nur ein Thermaldetonator. Wir denn jetzt? Hallo? In einem Bett. Hey, zu dritt in einem Bett, das ist ja voll gay, ey. Geh mal weg hier. Benötigen Sie Medizinschiff. Leben Sie wohl. So, und danach könnte ich mir nichts Schöneres vorstellen, als erstmal mit dem Typen hier zu sprechen dann. Ah ja, wir müssen darüber, genau. Ich komme. Ich kann auch eine Holo-Dingens mitmachen. Nö. Holo ist voll doof. Da hast du auch nicht die vollen Entscheidungsfreiheiten, ne? Wie so normal im Gespräch. Ihr seid wiedergeboren. Boah, ich muss Fenster zu machen, hier ist so laut gerade draußen. Alles, was ihr einmal wart, liegt in dieser Höhle begraben. Toll. Ah. Ja. Schön, von mir aus. Seid jetzt frei. Frei von allem, was ihr einmal wart. Genießt den Augenblick. Er okay, kommt Moment. Nie wieder. Wie fühlt es sich an? Keine Verpflichtungen mehr? Unbelastet von der Vergangenheit? Alter, wie ist es, wenn die Welt weniger Drogen neu geschenkt wird? Als würde mich die Kraft der Macht durchfließen. Ja, der hat wieder seine Einbildung hier. Gemacht. Ich hab gesagt, stolz, da ist nichts. Dass ihr euer neues Leben als Revanite gesagt, es ist herrlich. Und die Realität zu uns über alles Voll. Gesetzt habt. Diese Gabe soll schon. Euch in Ich hatte nur gehofft, dass er es mit Ironie sagt. Sie wird euch daran erinnern, was ihr nun seid. Was hast du bekommen? Geht jetzt. Möge die Macht euch Stärke verleihen. Festen Händedruck. Medaillon oder was? So ein Rindermedaillon. So, ich glaube, wir müssen hier rüber. Bitte mal den nächsten quatschen. Ja, wo ist denn? Ach da. Warte mal ganz kurz. Ah. Und Scheiße, ey, meine Latenz spinnt ein bisschen in dem Spiel. Oh, bist du hübsch. Sprecht mit mir. Ich bin schon da. Wir alle sind Schüler Darth Revans. Und ich genieße die Gesellschaft von neuen Mitgliedern. Ich erinnere mich an die Zeit, in der ich wie ihr war. Ich erinnere Was mich weiß, an meine Brüder und die Freude, mit der ich im Namen des Meisters tötete. Ah, oh, die sind alle verrückt. Ihr habt so viel Glück. Ich will hier weg. Psychos. Oh weh, ich hab Ich brauche keinen Kultführer, der mir sagt, wen ich wann töten soll. Das brauchte ich auch nicht. Doch als Revaniter ist das Töten erfüllender. Ich bin Ladral. Einst war ich persönliche Attentäterin eines Sith-Lords. Und nun bin ich die reine Beschützerin des Meisters und seiner Schüler. Ich denke stets an Revans Lehren, wenn ich Eindringlinge und Ketzer hinrichte. Doch ich leite auch neue Mitglieder an und helfe bei der Festlegung ihrer Prüfungen. Alles klar. So. Ich habe eben gelesen, unter den Binden ist der Einäugige König. Ich gebe zu, dass ich beeindruckt bin. Ach, da ist ja der Einäugige König. Hallo, Tim. Was geht ab? Doch es ist nicht nötig. Wenn da, wenn noch. Ist das gelungen genug. Jede Initiation hätte er das auch eigentlich sagen müssen. Eine Prüfung der Vergangenheit.
Ein Ritual, das neue Mitglied an Revan binden soll. Euer Ritual wird etwas ganz Besonderes. Hm. Ihr werdet die Maske von Darth Revan suchen. Er trug sie, nachdem er ein Sith geworden war. Sieht ganz schön böse aus. Symbol seiner Großartigkeit. Lange verloren. Also du, Markus. Was sehe ich aus? Böse. Du veränderst dich ja immer mehr zu dunkel. Und mit deiner Rasse sieht das sehr böse aus. So gefällt mir das. Deshalb habe ich die genommen. Am liebsten hätte ich ja Ewok genommen, aber ja. Als Begleiter kann man den Kartellmarkt kaufen seit neuestem. Also richtiger Begleiter, so wie Kalio, glaube ich. Gerettet werden in einem Regen aus Blut und Tod. Ist ja extra eine Questreihe. Können wir später alle zusammen machen. Wird schon lustig. So, was? Ich gehe Schrecken verbreiten. Ja. Sprecht mit Torun, unserem Verwalter. Krieg Angst. Er weist euch in die Spirituelle. Schade, dass du nicht das sagst, was da auch steht. Und sagt euch, wo die Maske ist. Blut und Tod, perfekt. Habe ich auch gesagt. Bringt die Maske zu mir. Habe ich auch gesagt. Viel Glück. Genießt den Frieden, den es bedeutet, ihr trötere Augen. Na, glaub mir, wenn du die höchste Dunkelstufe hast, dann wirst du dich wundern, wie du aussiehst. Und wieder zurück, ey. Ja, ja, wieder zu dem anderen Typ da, mit dem... Ne, zu der da jetzt. Ach, nee, oh, der hat so... Ne, T9N9. Ja, das spielt ja vor den Episodenfilmen, deswegen sind die Roboter ein bisschen... Die Droiden ein bisschen älter. So, ich bin bereit. Ah ja, okay. Was haben wir denn hier? Der hat auch Koteletten. Ich hatte keinen Besuch von Anwärtern erwartet. Doch verweilt ruhig und spricht mit mir. Da hinten brennt einer. Ich bin Torun, treuer Diener des Meisters und Schüler von Revan. Ja. Was kann ich für euch tun? Ich muss wissen, wo Darth Revans Maske ist, und zwar schnell. Gut, Ladra schickt euch. Ich soll euch rituell auf den Kontakt mit Revans Maske vorbereiten, wie? Das ist überflüssig. Ladra gehört den Revanitern an. Sie ist besessen von dieser Maske. Angeblich spricht die Maske mit ihr. Ladra will, dass die Maske alles darstellt, was Revan jemals war. Aber er war nicht einfach nur ein Sith. Bevor er wiedergeboren wurde, war er ein Sith und ein Jedi. Krass. Welchen Unterschied macht es, was Ladra glaubt? Mit ihrem Irrglauben führt sie junge Anwärter wie euch in die Irre. Es ist verführerisch, in materiellen Dingen nach Antworten zu suchen. Ladra will mit der Maske zeigen, dass Reva nur der dunklen Seite angehörte. Ich will nicht, dass diese Maske der Mittelpunkt unseres Ordens wird. Bringt sie mir. Ich werde sie bei einigen gleichgesinnten Gelehrten sicher aufbewahren. Human! Den Revan hast du ja in Knights of the Old Republic gespielt. Ich glaube, das Spiel, was dein Kumpel vorhin gemeint hat, was da dieses Offline-Spiel. Ah, okay. Ja, da konntest du dich auch entscheiden, ob hell oder dunkel, deswegen... man konnte wirklich die Seite wechseln. Ich habe erst ganz dunkel gespielt in dem Spiel und dann später gewechselt auf hell. Ich kann euch versprechen, deswegen sagen die Revan war beides. Gut vorangehen wird. Ja. Werdet ihr mir helfen, den wahren Revan zu bewahren? Oder lasst ihr zu, dass Ladra alles mit einer Sith-Reliquie überschattet? Ich wette, die Maske würde mir gut stehen. Ich glaube, das hat jeder gemacht. Ich bezweifle, dass der Zustand zulässt, dass man sie tragen kann. Aber es wäre immer noch besser, als sie Ladra zu geben. Ja. Ach, was bist du denn? Maske von Revan in den... Ja. Ich muss euch nicht bitten, vorsichtig zu sein, aber möge die Macht mit euch sein. Möge sie euch stark machen und eure Wiederkehr. Ich habe keine Macht. Ich bin Agent. Leider. So, ihr mächtigen Leute, kommt mal mit. Oh, jetzt müssen wir sogar dahin, wo deine Quest war. Ja. Das Lustige ist, ihr könnt gleichzeitig in eure Story-Quest reingehen, die zusammen machen und auch beide gleichzeitig abschließen dann. Echt? Im Story-Bereich, ja, ja. Soweit ich weiß, ging das früher auf jeden Fall. Müsste heute aber eigentlich auch noch möglich sein. Es sei denn, die haben irgendwas gepatcht. Wir gucken einfach mal. Ja. Weil ich hatte damals auch einen, der, Ich hab was gepult. Der den Krieger gespielt hat. Und da sind wir auch mal zusammen rein. Nur, dass wir halt verschieden geskillt waren, das war der einzige Unterschied. Haben wieder was gepult, oder? Nee. So, wir müssen wieder in die Höhle. Und dann auf der anderen Seite, raus.
Kanone sehen. Doch, die Maschinen sind nicht gewitterfest. Ich hab das Gefühl, wir laufen falsch. Nee, ist richtig, wir müssen durch die Höhlen auf der anderen Seite raus. Bist du dir sicher? Ich würde sagen, wir müssen da nee, oben du hast recht. Besten Weg gehen. Ja. Weil früher war es nämlich so, als ich neu war in dem Spiel, bin ich auch hier lang gelaufen, hab gedacht, ich muss durch die Höhle. Bis zum Ende gelaufen, hab ich gesehen, dass ich oben lang muss. Da hast du recht, gut, dass du gesehen hast. Jetzt hätten wir einen Höhlenspaziergang gemacht. Für umsonst. Wie er mich erschreckt wieder mit seiner Leuchtmachete hier. Jetzt erschreckst du dich nicht mehr. Nee. Ist ja alles schallgedämpft auch hier drin. Ich höre nichts mehr. Ich erinnere mich voll an diese Kugel, die man anfassen kann, weißt du? Wo dann die Blitze sich bewegen. Und sich so schön ins Zimmer stellen kann. Warum geht's nicht hier einfach runter? Naja, weil der Berg gemeint hat, der müsste hier einfach mal groß sein und hoch und unüberwindbar. Achtung. Wir müssen uns mal buffen. Der Buff von Tim fehlt und meiner fehlt. Gut ist, dass Tim und ich einfach denselben haben. Ach stimmt, ja. Habt ihr den gleichen. Ich hätte die ganze Zeit, der wäre Krieger, weil er Nahkämpfer ist. Aber du bist ja auch Inquisitor. Ach, ich glaube, wir kommen gleich an die Stelle, wo dieser Lispel-Typ ist. Das Lustige ist halt, der redet von Bomben und voll gefährlich, Missionen überhaupt und lispelt die ganze Zeit. Ich kann ihn nie ernst nehmen. Das ist so bescheuert. Vor allem, wenn du das einmal hörst, dann hörst du es bei jedem Wort, was er dann sagt. Ja, da kommen wir gleich hin, da müssen wir über die Brücke. Da ist der Lispel. Davor kriegen wir nochmal andere Quests wahrscheinlich dann im Osten. Ne, ich glaube, die Brücke kommt erst noch. Ja, da hier kriegen wir auch nochmal neue Quests. Und hier ist auch nochmal ein Punkt zum Fliegen und eine Fähre sogar, mit der du auf die Flotte kommst. Luxus. Und Flugpunkt ist hier, glaube ich, auch. Da hinten ist der Flugpunkt. Ich schalte ihn erstmal frei, bevor wir die Quest annehmen, bevor ich sie wieder vergesse oder so. So. Hast du auch die Konsole? Nein. Verdammt. Ach, wieder einer von deinen Brüdern hier. Ein Sith. Ja, ich könnte jemanden oder mit Schwester. Einer gewissen Finesse benötigen. Ja. Heute war ein grauenvoller Tag. Meine närrischen Schüler haben sich bei einem einfachen Ritual umbringen lassen und sie haben immer noch die Runen bei sich, die ich ihnen anvertraut habe. Sie mussten lediglich eine Bestie der dunklen Seite herbeirufen, eine Sith-Brut, und sie zu mir bringen. Ich habe sogar das Artefakt erforscht, um sie zu binden. Hm. Könntet ihr helfen? Ja, wenn der Preis stimmt. Sith-Brut ist nicht gerade für ihr sanftes Wesen bekannt. Inkompetente Assistenten sind für mich ein größeres Problem. Ihr scheint anders zu sein. Oh, ihr müsst die Sith-Brut übrigens erst unterwerfen, ehe das Artefakt sie binden kann. Der volles Schwimmerkreuz, ey. Die einmal zuhaut, bist du weg vom Fenster. Wenn es blutet, kann man es auch töten. Holt die Runen von den Leichen meiner Schüler und bringt sie zu dem Bogengang im Dschungel. Das Artefakt ist dort versteckt. Markus, du solltest ein Buch schreiben. Was ist nun? Rücksaus Weisheit. Nicht einfach so herum, sondern bringt mir meine Sith-Brut her. Meinst du, es liest jemand? Ja, ich lese es. Was blutet, kann man auch töten. Lektion 1. So, hier ist noch was. Oh, wieder Fernsteuerdruide. Aha. Bitte bleibt stehen und lasst die Waffen stecken. Die Druiden scannen euch jetzt. Hm. Der trifft mich doch gar nicht. Alles in Ordnung. Verzeiht, falls ich zu schroff war. Wir sind auf der Hut vor Lord Gratans Leuten. Ach, ich bin es leid, ihn auf meinen Jungs rumtrampeln zu lassen. Ich arbeite für den Geheimdienst. Ich mag es nicht, aufgehalten zu werden. Wir haben alle unsere Befehle. Hör zu, bleib doch noch. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber Gratan ist ein Albtraum. Der Fizzlord ist abtrünnig geworden.
Er ist auf seinem Anwesen jenseits der Mauer. Er hat Waffen, Schilde und einen Kader an Wissenschaftlern, die neue Technologien gegen uns entwickeln. Gratan verlangt Respekt und Autorität vom Rat der Sith. Also hat er sich, wie bei den Sith üblich, gegen seine Meister gewandt, um seine Macht zu beweisen. Jetzt plagen wir uns mit seinem Wahnsinn rum. Wenn ihr also sowieso hier seid, um Gratan Probleme zu machen, könnt ihr uns genauso gut helfen. Ihr habt die Waffen und die Ausbildung. Erledigt das alleine. Ich würde ja gerne, aber mir sind die Hände gebunden. Es ist so, diesen Sektor sind fast 100 Männer zugeteilt. Einige auf der Mauer, einige beobachten Gratan. Einige auf der Mauer. 20 sind verschwunden. Meine Jungs, Ninja quasi Turtles. Meine Kinder. Gratan hat sie mir genommen und ich will sie zurück. Ich würfel doch eh wieder nur eine 1 oder 12. Oder eine 21. Wenn eure Leute sich nicht selbst helfen können, warum sollte ich es tun? Verdammt, wir reden hier von imperialen Soldaten. Ich habe mit ihnen zusammengearbeitet. Einige sind noch so jung. Ich weiß auch nicht, was Lord Gratan von ihnen will. Vielleicht hält er sie als Geiseln, um uns zu demoralisieren. Wer weiß das schon. Wenn ihr ohnehin auf Gratans Grund müsst, holt sie da raus. Sagt ihnen, sie sollen sich bei der Herzogin melden. So, nennen sie mich. Ich kümmere mich darum. Berichten zufolge hat Gratan Gefangene in einen anderen Flügel überführt. Ich weiß nicht, ob es sich um meine Leute handelt, aber man sollte der Spur nachgehen. Seid vorsichtig. Gratan ist nicht zimperlich. Hier ist die Fähre übrigens für, ne? Zur Flotte. Das ist auch die andere Quest. Ja. Schon wieder so ein kleiner Roboter hier, Droide. Ach, ich glaube, das ist sogar eine Quest für eine Instanz, für die nächste. Was spielt sich hier ab? Hier spricht Darth Malgus von der Expeditionsflotte an alle verfügbaren Truppen. Wenn ihr dies empfangt, wurdet ihr als wichtig eingestuft und das Imperium bedarf eurer Stärke. Es ist euer Privileg und eure Pflicht. Droide, wann wurde die Nachricht aufgezeichnet? Wer hat sie überbracht? Die fremde Atvosek-Hegemonie hat die Hämmerstation in Betrieb genommen, eine mobile Kampfstation, die unsere Grenzen bedroht. Ihr werdet euch dem Angriffsteam anschließen, das sich beim Vaiken-Raumdock sammelt. Dort erfolgt eine vollständige Einweisung im Namen des Imperators. Ich werde mein Möglichstes tun. Ja, das ist die nächste Instanz, die Hammerstation. Gibt's ein paar gute Sachen, Equip und Waffen. Und können wir zu dritt schaffen mit Begleiter locker. Das ist, glaube ich, ab Level 13 oder 14. Ja. Weil bisher eh noch die Quests waren für ja auch dieses Dungeon-Tool da mal benutzen, ne? Ach ja, und hier ist noch eine Gruppenquest. Zwei sogar. Nee, Hammerstation Artis kriegen wir sogar auch noch direkt. Das ist auch noch eine Instanz. Krass. Krass, Junge! Soll ich die hier annehmen, diese Dinge? Ja, ja. Nehmen alles an. Soll ich uns mal anmelden an diesem Dungeon-Tool? Dann haben wir die Quest hier direkt fertig von den zwei Instanzen. Wie ist das mit Zeit? Ah, egal. Ja. Wie mit Zeit? Warte mal, warte, bleib stehen! So, Moment. Achso, hier heißen Instanzen Flashpoints übrigens. Hammerstation 15 bis 21 ist gesperrt. Ja, weil wegen Javalari. Ja, dann lass mal weiter questen. Moment mal. Ah, scheiße. Da haben die das geändert. Hammer ist gesperrt, ja. Ja, und Talon ist gesperrt, weil wir zu stark sind. Ja, die haben das geändert, weil vorher konntest du überall. Ach, komm. Scheiße. Ach, die Brücke und mein Bombenfreund, der lispelt. Juhu. Ich hab's ja gepatcht. Vielleicht ist da jetzt ein anderer. Captain ohne Lispeln. Immer wenn wir uns einem Kontrollpunkt nähern, rechnen wir, dass jemand schießt. Die Planetensicherheit soll nur versuchen, mich zu filzen.
Wir müssen sehr vorsichtig sein. Lord Kratan hat seine Augen überall. Er ist sehr misstrauisch allen Fremden gegenüber. Er darf nicht sehen, was wir tun. Mit wem habe ich das Vergnügen? Captain Brynn, Sondereinheit der Imperialen Armee. Diese Arbeit erfordert höchste Konzentration, ein besonderes Gemüt. Kratan ist eine Bedrohung, eine große Bedrohung. Der Typ verrückter Wissenschaftler. Er mag Waffen, Cyborgs, Droiden, ergonomische Stühle. Mein Auftrag ist, ihn im Auge zu behalten, auf alles zu achten, was verdächtig ist. Ich weiß jedoch nicht, was ihr hier tut. Spaziergang. Waldspaziergang. Ich besuche nur meinen alten Freund Lord Kratan. Ich glaube euch nicht. Lord Kratan hat keine Freunde. Zumindest nicht viele. Ihr habt so ein Funkeln in den Augen. Also auch ein Großmoff. Als wärt ihr nicht für einen freundlichen Besuch hier. Nun, ich habe die Anweisung, auf Distanz zu bleiben und Lord Kratans Anwesen weder zu betreten, noch auf sonstige Weise Aufsehen zu erregen. Ich soll jedoch Informationen über ein bestimmtes Geschütz beschaffen. Einen Prototyp, für den der abtrünnige Lord Pläne haben soll. Das Imperium will das Geschütz in Serie bauen. Ich möchte mehr erfahren. Habe ich euer Interesse geweckt? Gut, gut. Lord Kratan versteckt die Geschütze irgendwo auf seinem Grundstück. Ich werde ja selbst danach suchen, aber Befehl ist Befehl. Ich muss die Stellung halten. Da ihr nun schon hineingeht, könntet ihr wohl nach den Plänen für diese Geschütze Ausschau halten? Nicht ohne entsprechende Entlohnung. Ihr werdet bezahlt, wenn ihr den Auftrag erledigt habt. Die Sache ist nur, dass ihr nur an den Geschützen vorbeikommt, wenn ihr eine Wache ausschaltet und euch einen Sicherheitsausweis besorgt. Die Sicherheitsausweise senden ein Signal an die Geschütze, das den Träger als verbündete Einheit identifiziert. Besorgt euch zuerst einen Sicherheitsausweis von einer Wache. Dann sucht die Geschütze und holt die Pläne dafür. Einfach, oder? Jo, ich werde hier draußen die Augen offen halten. Genau, wo wir uns getroffen haben. Da hinten am Baum, genau.